Freunde, die Evolution der Smartphones macht natürlich auch vor dem Galaxy S22 Ultra nicht halt. In genau einer Woche, am 1.2.2023, wird das Galaxy S23 Ultra auf dem Samsung Unpacked Event vorgestellt. Durch die ganzen Leaks, die im Internet kursieren, wissen wir ja schon ziemlich genau, was uns beim Galaxy S23 Ultra so erwarten wird. Es gab ja sogar auch schon ein Unboxing-Video. Je näher der Erscheinungstermin des S23 Ultra rückt, desto mehr stelle ich mir die Frage, ob das Galaxy S22 Ultra denn jetzt ein veraltetes Smartphone ist oder ob es sich vielleicht gerade jetzt lohnt, sich das Galaxy S22 Ultra zuzulegen. Zeit für einen Rückblick auf mein Jahr mit dem Galaxy S22 Ultra und vielleicht ist es ja auch ein kleiner Abschiedsbrief. Wir schreiben den 9. Februar 2022. Die Galaxy S22 Serie wird im Rahmen des Samsung Unpacked Events vorgestellt, so auch das Galaxy S22 Ultra. Nachdem Samsung die Note-Serie eingestellt hat, ist das S22 Ultra das erste Galaxy-Smartphone, das die Note-Reihe mit der S-Reihe vereint und herausgekommen ist ein Smartphone, das, naja, aussieht wie das letzte Note-Gerät, nämlich das Note 20 Ultra, mit den Specs eines Flagship-Galaxy-S-Gerätes und mit einem integrierten S-Pen. Tja, manchmal kann es tatsächlich so einfach sein. Wie viele von euch war auch ich im Galaxy-Hype und habe mir das Galaxy S22 Ultra vorbestellt. Jedenfalls möchte ich nicht verschweigen, dass ich mich ganz zu Beginn einer enormen Enttäuschung gegenüber sah, denn das S22 Ultra war nahezu nicht zu gebrauchen. Es ruckelte an allen Ecken und Enden, hängte sich auf, an Videoaufnahmen zu machen, war gar nicht erst zu denken. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, letztes Jahr. Falls ihr möchtet, schaut es euch gerne an. Die Performance war so schlecht, dass ich es eingeschickt habe und zum Glück zwei Wochen später ein neues Galaxy S22 Ultra bekommen habe. Da war es dann etwas besser, aber noch immer weit entfernt von einem Flagship-Smartphone. Die Performance-Probleme waren auf den Samsung-eigenen Exynos-Prozessor zurückzuführen und wurden im Laufe des Jahres zum Glück mit gefühlten 1525 Updates dann irgendwann auch behoben. So dass ich nach ein paar Monaten dann auch wirklich ein echtes Flagship-Smartphone in der Hand hatte, wofür ich ja eigentlich auch bezahlt habe. Nach und nach konnte ich im letzten Jahr dann die Vorzüge des Galaxy S22 Ultra genießen. Dazu zählt das ultra gestochen scharfe und superhelle Display des S22 Ultra ebenso wie die Kamera. Es macht wirklich Spaß, damit Fotos und vor allem auch Videos zu machen. Es liegt durch die abgerundeten Displaykanten trotz der Größe wirklich sehr gut in der Hand, auch wenn die abgerundeten Displays nicht jedermanns Sache sind. Ich mag es wirklich sehr gerne, wie es sich in der Hand anfühlt. Ich habe mit dem Galaxy S22 Ultra gearbeitet, ich habe Videos geschaut und unzählige selbst erstellt, Fotos gemacht und direkt bearbeitet, aktiv und passiv an den sozialen Medien teilgenommen, habe unzählige Updates installiert, hunderte WhatsApp-Nachrichten geschrieben, das ganze Smartphone in der Optik personalisiert, Themes installiert, Smartwatches und Bluetooth-Kopfhörer gekoppelt, die besten Tipps und Tricks rausgefunden, habe mit dem S-Pen Dokumente unterschrieben und wir sind gemeinsam gereist. In dieser Zeit habe ich das S22 Ultra wirklich lieb gewonnen. Klingt das irgendwie merkwürdig? Vielleicht, aber so ist es nun mal. Für mich kommt jetzt allerdings die Zeit, mich so langsam von meinem Galaxy S22 Ultra zu verabschieden, denn der Nachfolger ist auf dem Weg. Und den werde ich mir definitiv zulegen, nicht zuletzt, weil es endlich meine favorisierte Farbe gibt, Olivgrün. Ich freue mich jedoch vor allem auf das S23 Ultra, weil statt dem Exynos-Prozessor der neue Snapdragon 8 Gen 2 verbaut wurde. Und Hölle die Hölle, ich hoffe, das Ding geht ab wie eine Rakete. Auch bei der Kamera des Galaxy S23 Ultra soll es eine Weiterentwicklung geben. Die Hauptkamera soll mit wahnsinnigen 200 Megapixeln ausgestattet sein. Zum Vergleich, das im September erschienene iPhone 14 Pro hat eine 48 Megapixel Kamera, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass der meiste Zauber ja in der Software und der Verarbeitung der Bilder liegt. Die reine Megapixelzahl sagt also nichts über die schlussendliche Qualität der Aufnahmen aus. Aber es hilft natürlich schon dabei, möglichst viele Megapixel zu haben. Man munkelt zudem, dass man mit dem S23 Ultra nun Videoaufnahmen in 8K 30 FPS aufnehmen kann. Und das ist natürlich ein ganz schöner Knaller. Aber Freunde, aber Vorsicht, lasst mich ausreden. Vor wenigen Tagen wurden die angeblichen Europapreise des Galaxy S23 Ultra von einem französischen Leaker veröffentlicht. Und dabei ist mir dann fast der Champagner in mein Frühstücksei gefallen. Das S23 Ultra soll angeblich,
angeblich, bitte mit Vorsicht genießen, in der kleinsten Speichervariante zum Marktstart ab 1.419 Euro zu bekommen sein. Eieiei. Ist das Galaxy S22 Ultra dann nächste Woche mit der Erscheinung des Galaxy S23 Ultra ein veraltetes Gerät? Ich finde, auf gar keinen Fall. Es ist nach wie vor mit allen Specs ein absolutes Flagship, das ja auch mit dem aktuellen iPhone 14 Pro absolut mithalten kann. Wer also ein bisschen Geld sparen möchte, aber auf die neueste Technik nicht verzichten mag, ist auch in 2023 mit dem Galaxy S22 Ultra gut beraten. Wenn ihr mit dem Kauf eines Galaxy S22 Ultra derzeit liebäugelt, wartet den Erscheinungstermin der S23-Serie noch ab. Danach wird das S22 Ultra definitiv noch einmal im Preis sinken. Wenn ihr einen Vergleich des Galaxy S22 Ultra mit dem Galaxy S23 Ultra nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach diesen Kanal. Ich hoffe, das Video heute hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann drückt unbedingt den Like-Button und lasst mich doch in den Kommentaren unten noch wissen, ob ihr euch das Galaxy S23 Ultra oder ein anderes Galaxy S23 kaufen werdet. In diesem Sinne, Freunde, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Muah.